Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Ich liebe ein Mädchen, ich weiß nicht warum. Ein Mädchen kaut Kabagum, ein Mädchen kaut rum. When Blackie comes down to Hilo, poor old man. Kompliment. Ich sollte längst bei meiner Truppe sein. Sind Sie sicher, dass der Führer mich noch braucht? Austrinken. Führerbefehl. Sie haben heute großen Eindruck gemacht auf den Führer. Aber Sie glauben nicht, dass Steiner morgen angreift, habe ich recht. Ich bezweifle allerdings, dass Steiners Verbände für einen Angriff ausreichend sind. Aber was erzähle ich Ihnen das, meine Herren? Das wissen Sie doch besser als ich. Wenn Steiner nicht angreift, ist Berlin verloren. Ich gratuliere, Ihr Vortrag hat den Führer beeindruckt. Er ernennt Sie zum Kommandanten der Verteidigung von Berlin. Es wäre besser, er hätte befohlen, mich zu erschießen. Dann ginge dieser Kelch an mir vorüber. Was ist los? Gruppenführer, Sie stehen unter Arrest. Verdacht der Fahnenflucht. Ziehen Sie sich an. Wir müssen Sie mitnehmen. Zimmer durchsuchen. Lass mich los, du kleiner Camping! Stehen bleiben. Mein Führer. Was jetzt? Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Ein November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf retten. Ich verbitte mir diesen Ton. Am 30. April 1945 hat der Führer Selbstmord begangen. Und damit alle, die ihm Treue geschworen hatten, im Stich gelassen. Getreu dem Befehl des Führers waren wir, deutsche Soldaten, bereit, den Kampf um Berlin fortzusetzen. Obwohl eure Munition zur Neige ging und die Gesamtlage den weiteren Widerstand sinnlos machte. Ich ordne die sofortige Einstellung jegliches
Widerstandes an. Jede Stunde, die ihr weiterkämpft, verlängert die entsetzlichen Leiden der Zivilbevölkerung Berlins und unserer Verwundeten. Im Einvernehmen mit dem Oberkommando der sowjetischen Truppen fordere ich euch auf, sofort den Kampf einzustellen. Weidling, ehemaliger Befehlshaber des Verteidigungsbereichs Berlin. Bitte ein Glas Wasser.